Ja, meine Damen und Herren, willkommen zurück zum TL-Talk, Thementag Shuttle-Technologie, dritter Teil. Und wenn es zum Ende zugeht, wird es am allerbesten. Frank Domke ist hier von Volume, einem Start-up aus Dresden. Frank Domke hat eine langjährige Erfahrung, über 25 Jahre in dem Bereich Planung, Projektierung, Realisierung, automatisierter Intralogistiklösungen, hunderte von Anlagen selber oder zumindest mit installiert. War bei unterschiedlichen, auch namhaften Unternehmen unserer Branche, Stück Lean, Still, Open Transport, der GmbH, dort als Leiter Vertrieb und Projekte tätig, jetzt hier in seiner Rolle bei Volume. Zu der Firma hören wir gleich noch ein kleines bisschen was. Erstmal herzlich willkommen, Herr Domke, hier heute in dieser Runde. Und die Runde macht komplett Marc Krötzinger von Bosch Rexroth. Er ist Leiter Produktmanagement, AMR und Intralogistik. Er ist ebenfalls seit über 25 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, unterwegs, hat Erfahrung dementsprechend in der Thema Automatisierungstechnik, Industrie 4.0. Und seit etwas mehr als 6 Jahren betreut er das AMR-Projekt bei Bosch Rexroth. Dazu gleich mal, Herr Krötzinger, die Frage: Wenn wir über Shuttle-Technologie sprechen, fällt einem Bosch Rexroth nicht als Erster ein? Das ist schade, dann wollen wir das ändern. Gerne. Für uns ist das ein Namen, ein Produktnamen. Wir haben das Thema Active Shuttle, das ist ein EMA, das Dodis oder Bodenroller quasi in der Intralogistik transportiert. Das ist das eine. Das andere ist dann, das ist auch die Brücke dann zu Ihnen. Wir haben auch Steuerungstechnologie, unsere Control X-Plattform, die dann sagen wir, solche Shuttles quasi betanken kann mit Intelligenz, mit Steuerungstechnik. Das heißt, wir gehen da zweistufig. Steuerungstechnik und auf der anderen Seite Shuttle an sich, ist das Thema Active Shuttle von uns, das ist unser Produktname. Okay, Frank, du hast gerade angekündigt, von Volume Lagertechnik und Lagersysteme in Dresden, ein Startup, das seit etwa 5, 6 Jahren am Markt ist. Hättest du dazu nochmal 3, 4 Worte verlieren können? Ja, wir sind tatsächlich 2017 gestartet. Unser Inhaber Michael Wolowskow hat in Dresden studiert, hatte die tolle Idee, eine Symbiose zu schaffen aus Kanal- und Shuttle-Fahrzeug. So ist dann eben entstanden der Volume Wave. Die Symbiose deswegen, weil dieses Lager bildet sich selber eine freie Gasse, ähnlich wie beim RBG-Lager, nur dass dieses System nur eine freie Gasse hat oder benötigt. Und an der Stelle ist es halt so, dass wir 40-50% mehr Stellplatzkapazität unterbringen oder im Umkehrschluss weniger Fläche benötigen. Und so haben wir 2021 den eFoy Award gewonnen als Startup of the Year mit der besten intralogistischen Lösung. Und das ist, wie gesagt, mal ein anderes System, ein neues System. Auch die Fachjury war sehr begeistert an der Stelle, weil die sagten, endlich mal was Neues im Markt. Und da sind wir fleißig dran, jetzt das zu vertreiben. Kommen wir später vielleicht noch etwas im Detail darauf zurück. Einen Schritt zurück, nochmal beim Thema Shuttle. Kann man das irgendwo in eine Definition pressen? Was ist ein Shuttle? Was von A nach B etwas transportiert oder ist es mehr? Es ist mehr. Man unterscheidet heute klassisch in HGVs. Das sind ein Stück weit Spur gefunden. Wir sprechen und unsere Technologie ist EMA, Automated Mobile Robotics, die sich in der Fläche frei bewegen können. Ja. Da gibt es inzwischen die Software-Technologie mit SLAMP, die das hergeben. Und damit kann ich sehr schnell im Brownfield und auch während des Operationals unterschiedliche Fahrstrecken entsprechend definieren. Also freie Navigation ist eins der Kernthemen, die das beschreibt, ein AMR beschreibt. Mhm. Herr Domke, sieht das ähnlich? Ja, das ist eine Form des Shuttles. Es gibt ja eben unterschiedliche Shuttles. Das ist jetzt eben die Form des Shuttles, welches ja eben frei navigierend, frei sich im Raum bewegt von A nach B. Dann gibt es ja noch das Shuttle innerhalb eines Regalsystems. Das ist eben ein kompaktes Lagerfahrzeug im Prinzip, was innerhalb eines Regals oder mit dem Regal auch stark verknüpft ist an der Stelle. Also hier kann man sagen, dieses Shuttle-Fahrzeug innerhalb des Regals ist mit dem Regal immer eine Einheit, weil es ja auch entsprechend so konzipiert werden muss dann an der Stelle. Und es gibt ja dann auch Shuttle-Arten für unterschiedliche Ladungsträger, sei es Behälter, Kartons, mit Sicherheit auch sehr spannend, und eben aber auch Shuttles für, sage ich mal, Paletten oder auch Sonderbehältnisse jeglicher Art mittlerweile.
Und das unterscheidet sich dann, wie gesagt, von dem freien Transport, haben wir da unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Genau. Ich würde vielleicht da unterstreichen, Sie bewegen sich im Raum, genau. X, Y und Z-Achse, genau. Wir bewegen uns mit dem EMA in der Fläche. Ganz genau. Es gibt ja, Sie sagten es gerade, unterschiedliche Shuttle-Lösungen. Kann man definieren, wann welche Shuttle-Lösung sinnvoll ist? Palette, Behälter, Karton oder ist das zu trivial gedacht? Es fängt an, man muss vom Werkstück kommen. Das Werkstück das Gut, quasi das dann Richtung Kunde geht oder innerhalb der Produktion dann weiter transportiert wird. Und von der Größe, welche Art von Ausprägung hat, welches Gewicht hat es. Und das spannt sich dann ab quasi auf den Ladungsträger. Und natürlich dann auch, wie groß sind die Taktzeiten, wie groß oder wie kurz sind die Taktzeiten. Und je nachdem ergibt sich dann dieser Ladungsträger. Die Europalette ist einfach genormt. Das spannt sich dann ab in Halb-Euro-Paletten und Viertel-Euro-Paletten dann. Das ist ganz klar. Aber ich denke, man muss das vom Werkstück her denken. Das ist der Kern, das soll produziert werden. Und daraus leitet sich dann der Ladungsträger ab. Ja, also einfach eine Blaupause drüber zu legen, wäre an der Stelle zu einfach. Tatsächlich, es hängt immer wieder vom Anwendungsfall ab. Ja. Was hat der Kunde für Restriktionen, was hat er für eine Artikelstruktur, welche Leistung muss gefahren werden, auch welche Räumlichkeiten hat er überhaupt zur Verfügung, um sich ein etwaiges automatisiertes System ins Haus zu schaffen. Auch die ganze Struktur innerhalb des Betriebes und so weiter. Also es hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Und dann muss man fairerweise sagen, ist natürlich ein Shuttle-System eine von vielen Möglichkeiten an der Stelle, um eben eine entsprechende Lösung zu kreieren vor Ort. Und, aber eine nicht unspannende, muss man schon ganz klar sagen. Herr Kostik, Sie haben im Vorgespräch die Stichworte fallen lassen, Markttrends, Schnittstellen etc. etc. Was ist dazu im Bereich oder in Kombination mit Shuttle zu sagen? Zum einen, in den vielen Kundengesprächen, was wir haben, feststellen, ist, dass sich die Losgrößen massiv verändern. Die gehen massiv zurück. Ja. Es gab auch einen Träger, wenn man mit Industrie 4.0 beschreibt. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite kommt das Thema Digital Twin immer mehr. Das heißt, ich will nicht nur am Shopfloor, sondern will das dann digital und virtuell dann entsprechend abgebildet haben. So, und diese zwei Trends muss ich dann mit Produkten, mit Lösungen als Anbieter irgendwie kombinieren können, um Mehrwerte für unsere Kunden dann abbilden zu können. Ergänzend kann man hier sagen, Modularität und Skalierbarkeit ist mit Sicherheit auch ein ebenso massives Thema, weil sich die Anforderungen des Marktes ja auch ständig ändern mittlerweile. Sie sagten es gerade, Stichwort Losgrößen etc., dass man eben saisonale Spitzen oder eben auch nicht oder Veränderungen dann entsprechend abfangen kann. Und mit Skalierbarkeit eben Systeme zu schaffen, die auch erweiterbar sind, im laufenden Betrieb erweiterbar sind, ist sicherlich ein, kann man schon fast sagen, Megatrend, den man auf dem Schirm haben sollte und der außerordentlich wichtig ist. Absolut, da kann man noch unterstreichen. Ich glaube, da hat die Corona-Zeit uns vieles gelehrt. Absolut. Dass da massiv Produktionen hochgefahren wurden in einzelnen Teilbereichen und auf der anderen Seite massiv runter. Und das ist das Geschwindigkeit, Flexibilität. Genau. Wird immer wichtiger für unsere Kunden und damit auch für uns an unsere Produkte, die Lösungen, die das dann abbilden können, müssen und dürfen. Ich sprach gerade die Corona-Zeit an. Treiber war wahrscheinlich E-Commerce und Treiber ist wahrscheinlich auch der Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel, kann man ja schon fast sagen. Ja, E-Commerce ist für mich so eine Ausprägung, eigentlich der Kundenwunsch, immer schnellere Veränderungen zu haben. Das andere, was Sie beschreiben, Fachkräftemangel, das zahlt mit ein, auch in die Automatisierung. Das unterstützt uns unsere Geschäftsmodelle, dass sich immer weniger Menschen zur Verfügung haben, die gewisse Tätigkeiten machen können. Und das ist einer mit der positiven Treiber, die jetzt entstanden ist. Und das ist übrigens nicht bloß in Deutschland, sondern das spüren wir in sehr, sehr vielen Volkswirtschaften. Corona war da sicherlich dann auch nochmal ein Treiber dazu, dass man vermeiden möchte in Zukunft, dass es da Menschenansammlungen gibt an der Stelle X, wo Wertschöpfung ist. Man versucht da gewisse, aus Hygienegründen gewisse Dinge zu entkoppeln. Aber Stichwort wäre dazu demografischer Wandel. Ja, absolut, kann ich absolut unterstreichen. In dem Zusammenhang ist es eben auch noch wichtig, dass eben zum Beispiel diese ganzen Palettentransporte, das wird einfach nicht mehr gerne gesehen, weil da sind auch die Mitarbeiter, die noch da sind, einfach zu schade für, muss man klar sagen. Die sollen dann doch wertigere Tätigkeiten machen und so
sind eben diese, genau diese Themen AMR oder eben in Verbindung mit einem Shuttle, mit einem entsprechenden Regallager dann ja, ein wichtiges Thema, um das Ganze zu kompensieren für die Firmen. Das Stichwort modular. Sie hatten mir im Vorfeld, Herr Kreuzinger, das Thema, das Stichwort Automatisierungsbaukasten zugerufen. Was versteht man bei Rochex darunter? Das haben wir jetzt mit unserem Automatisierungsbaukasten Control X quasi, sagen wir, neue Wege gegangen. Wir haben durchgängige Datenlayer von der Safety bis in die IT-Integration, wo einfach und schnell abbildbar ist. Das Ganze wird dann noch umrundet quasi mit einer Control X World-Ansatz, wie wir da beschreiben, dass auch Anbieter und User Apps drauf entwickeln können und sehr schnell Zusatzfunktionen dann entsprechend nachbringen können. Das heißt, man kann sehr einfach mit Funktionalitäten wie ein Regalsystem quasi starten und der Kunde kann dann quasi so Schritt für Schritt Funktionalitäten hinzubringen, Funktionalitäten oder Security-Themen, alles das, um, man hat keine starre Softwarelösung mehr, sondern die ist modular, die dann ein Stück weit auch mit den Anwendungen wachsen kann. Das ist ein sehr guter Ansatz an der Stelle. Was ich persönlich allerdings eigentlich schon lange vermisse, ist einfach, dass eben die Modularität im Bereich der Automatisierungskomponenten von Hersteller A und Hersteller B einfach nicht gegeben ist. Und mir ist es bis heute ein Rätsel, dass eine andienende und angrenzende Fördertechnik wochenlange Inbetriebnahmezeiten benötigen, weil eben die Systeme nicht kompatibel sind und ständig die Dinge neu programmiert werden müssen, obwohl es eigentlich immer dasselbe ist. Die Palette fährt auch da nur von A nach B. Und das wäre, wenn die Welt ein Wunschkonzert wäre, dann wäre das mit Sicherheit ein toller Gedanke, dass man das vereint, dass auch die Hersteller da offener werden, gerade die Großen im Markt, um dann eine schnellere Kompatibilität auch hinzubekommen. Das wäre sicherlich für den Anwender und für den Kundennutzen eine wirkliche Bereicherung an der Stelle. Zustimmung. Also wir unterstützen das massiv durch offene Schnittstellen, nicht durch proprietäre Schnittstellen, über Standards, die da über User-Gruppen abgebildet sind und auch über unsere Control-X-Ansatz, die einfach diese Durchgängigkeit abbildet, wo auch andere Drittfirmen drauf mit was entwickeln können. Also das heißt, wir haben eine zweistufige Stoßrichtung, ganz klar offene Schnittstellen und das andere, ich glaube, unsere Topologie ist genau für diese Anforderung zukünftig ausgerichtet. Ist auch, was der Kunde fordert. Ne? Also absolut. Da ist ja unverständlich, warum das andere Hersteller nicht bringen. Ne? Genau, also wir haben jetzt ja auch, auf der Logimat diesen Jahres haben wir ja unseren Volume Dive jetzt präsentiert und vorgestellt. Der Volume Dive ist ja eben ein Behältersystem, was eben auch hohen Einzelplatzzugriff hat, sehr schnell agieren und interagieren kann. Und dieses System haben wir eben modular aufgebaut. Das heißt, es passt durch jede Standard-Industrietür nach DIN 18101. Und darüber hinaus ist das System eben im Plug-and-Play tatsächlich Betrieb. Also wir stellen es hin, wir haben es genannt, Prinzip Einbauküche. Es wird ausnivelliert und im Anschluss geht es dann los. Also weil auch, das ist so ein bisschen auch Lebenserfahrung von meiner Person. Die Kunden freuen sich halt immer sehr, wenn es unmittelbar dann in Funktion also gerät. Und das ist einfach dann eine schöne Geschichte. Und so sollten Systeme in Zukunft auch funktionieren. Also, dass sie schnell installiert und schnell in Betrieb genommen werden und dann sukzessive auch erweitert werden können im laufenden Betrieb oder wann auch immer, ist mit Sicherheit ein Trend der Zukunft dann an der Stelle. Das war auch nur gemeint, stand so für den Flüchtling. Besucher sah es zunächst aus wie ein Autostore, ist es aber nicht. Ne? Hat noch nicht mal im Ansatz was damit zu tun. Und Hintergrund ist hier einfach, wir hatten eine Anfrage aus dem Quick-Commerce. Lieferdienste, die also innerhalb der Großstädte im urbanen Bereich hohe Zugriffszeiten benötigen, für die es bis jetzt keine adäquate automatisierte Lösung gab. Hintergrund ist einfach, diese Lieferdienste haben sich ja so ein bisschen dazu verpflichtet, in kleiner 10 Minuten mindestens 10 Artikel zum Kunden zu bringen, mit einem sogenannten Rider, also mit so einem Fahrradfahrer dann an der Stelle. Also hat der eigentliche Kommissionierer weniger als 90 Sekunden Zeit, um das Ganze zu kommissionieren, bereitzustellen. Und wie gesagt, das ist auch eine Tätigkeit, die für den Menschen auch eigentlich nicht gemacht ist an der Stelle. Wir haben uns das angesehen vor Ort und daraus beginnend oder definierend haben wir dann gesagt, wir entwickeln ein System für diese Klientel, haben auch erstmalig gesagt, wir
machen das für Standardbehälter, also alles, was Eurobehälter angeht, sei es 300, 200, 300 mal 400 Behälter oder 600 mal 400 Behälter, können wir lagern. Das heißt, wir möchten dem Kunden keine Behälter verkaufen, sondern der Kunde kann seine Behälter nutzen. Darüber hinaus können wir auch sogar auch Getränkekisten handeln an der Stelle. Das haben wir auch festgestellt, haben einen Universalgreifer geschaffen, der an der Stelle da in der Lage ist, ob mit oder ohne Griffmulde das Ganze handhaben zu können. Für uns ist nur wichtig, dass die Behälter stapelbar sind und dann sind wir in der Lage, diese Behälter zu handeln. Wir übergeben dann die Behälter aus dem Regal heraus. Das heißt, wir können dann direkt auf ein AMR, ein FDS, also wie auch immer, oder eine Fördertechnik oder einen Arbeitsplatz direkt abgeben. Wie gesagt, 360 Grad um das Lager herum. Und das sind alles Themen, die haben andere in der Form nicht. Des Weiteren können wir bis 14 Meter hochbauen. Die ganze Sache ist eben auch besprinklerbar, wenn erforderlich. Und ja, so ist diese Modularität eben geschaffen, dass wir, wie gesagt, wir können sowohl in der Höhe, in der Länge und Breite sukzessive erweitern. Eine Anfrage oder Anforderung von Quick Reverse haben Sie es genannt, also auch Start-up-Unternehmen. Absolut. Ist es ein Zufall, dass gerade ein Start-up-Unternehmen die Lösung dann hatte? Ja, wir hatten die Anfrage an der Stelle und wir haben diese Flexibilität und muss dazu sagen, auch einen tollen Inhaber, der gesagt hat, genau da gehen wir rein. Ja. Wir haben gleich erkannt, das ist etwas, das fehlt im Markt. Und dann haben wir, wie gesagt, binnen eines Jahres, also die Anfrage kam im Oktober 2021 und im Oktober 2022 hatten wir das System am Laufen, welches jetzt ja in 2023 hier auf der Logimat präsentiert worden ist. Wie ist das bei großen Unternehmen? Also diese Bandbreite, Erfahrung im Markt, die Schnelligkeit des Startups fehlt dann öfters mal? Fragezeichen. Ja, wir haben vielleicht ein bisschen einen anderen Ansatz. Wir sind auch ein Stück weit eingebettet in die Bosch-Gruppe mit über 250 Werken. Wenn man da sagen wir, mit offenen Augen durchgeht, stellt man wieder Probleme fest, die jetzt gelöst werden müssen. Das war übrigens auch der Ansatz, wo die Keimzelle vom Active Shuttle war, dass Transporte, mit Müllkrans oder über Menschen gemacht worden sind oder händisch nicht automatisierbar waren. Keine Lösung. Und das hat man aufgegriffen und haben ein Produkt rausgemacht. Das heißt, wir gehen jetzt quasi, sagen wir, wir kommen von einer anderen Seite, haben quasi diese Schwungmasse quasi mit im Hintergrund und nutzen die. Parallel, und das ist für uns danach immer wichtig, sagen wir, in engen Austausch auch mit Partnern, mit Startups, um da Geschwindigkeit aufzunehmen, um frische Ideen dann mit reinzunehmen und das zeigen wir uns auch immer mehr offen, quasi Partnerschaften einzugehen in unterschiedliche Dimensionen von Beteiligungen, wie auch immer, oder gegenseitig Auftritte, das voranzubringen. Das heißt, wir nutzen die Geschwindigkeit von Startups, aber auf der anderen Seite auch die Schwungmasse, die wir innerhalb der Bosch-Gruppe haben. Und das ist auch etwas, was Startups auch benötigen, ja. Weil es ist eben halt immer auch ein bisschen schwer für Startup-Unternehmen, das entsprechende Markt Entree dann zu bekommen, weil eben der Name noch nicht so repräsentativ ist, die Kunden dann doch eher eine gewisse Zurückhaltung haben und so ist es eben dann tatsächlich der Brückenschlag, der wichtig ist, um eben dann mit dem Großen gemeinsam zu agieren, um einfach dann noch mehr Vertrauen auch im Vorfeld zu schaffen, weil am Ende des Tages ist es eben wichtig, dass der Kunde das Vertrauen auch hat, dass das die richtige Technologie jetzt für ihn im Einsatz ist und da hilft es sicherlich, wenn eben das Startup-Unternehmen auch mit dem Großen da kooperiert an der Stelle. Und so können beide entsprechend partizipieren, die Geschwindigkeit eines Startups und das Branding des Großen, auch dann die vermeintliche Erfüllungsgarantie an der Stelle, wo es dann heißt, also wenn der schon mit dabei ist, dann wird es da funktionieren. Auch, ja. Genau, und das ist eben dann der Punkt an der Stelle. Sie haben die Brücke beschrieben und die gehen wir dann öfters auch, dass wir können sehr schnell einen POC in einem Use Case abbilden. Und sehen dann, sag mal, funktioniert es nicht, genau. Und können somit Geschwindigkeit entsprechend dann aufnehmen. Und damit kombinieren wir quasi Geschwindigkeit und Schwungmasse. Genau. Und Innovationskraft der Startup-Unternehmen, die auch bei den großen Unternehmen natürlich mit eine ganz große Rolle spielt. Wollte ich gerade sagen. Win-Win-Situation. Da sind wir natürlich schon auch etwas stolz als Company, ja. Dass wir sag mal, auch im Bereich Patentanmeldung sehr, sehr weit vorne sind. Ich würde es die kombinatorisch nehmen, Schwungmasse und Geschwindigkeit, Innovation dazu kombinieren. Das ist, glaube ich, auch volkswirtschaftlich und sicherlich ein sehr guter Ansatz innerhalb von Europa.
Und last but not least ist eben die Struktur eines Großen dann auch noch mal ein bisschen anders, als das beim Startupper ist, wo es dann doch eher dann hemdsärmlicher geht. Und die Struktur ist am Ende des Tages auch wichtig, wenn es um die gewissen Feinheiten dann in einem Projekt geht, Stichwort Dokumentation etc. etc. Wie die Funktionen und so weiter. Ganz genau. Und das, und da ist es dann ergänzend dann sicherlich eine tolle Geschichte. Robert hat gerade über so einen Automatisierungsbaukasten und auch zum Thema Active Shuttle, dass das vielleicht für die Zuschauer nochmal klar wird, was dabei Bosch Rexroth eigentlich geschieht. Ja, also herzlich gern. Unser Automatisierungsbaukasten Control X Automation, mit dem gehen wir dann neue Wege. Wir haben durchgängige Datenlayer von der Safety bis zur IT-Integration, einschließlich, dass Partner darauf quasi auch eigenständig Funktionalitäten entwickeln können, die aber über das Operation des Produktes dann quasi nachgetankt werden können. Thema Active Shuttle ist ein EMA, das Material in der Intralogistik von der Logistik zur Fertigung transportiert und dynamisiert. Seither wurden Bodenroller und KLT-Boxen, das sind Viertel-Euro-Paletten, transportiert mit Müllkrans oder über andere Wege. Und das können wir dynamisieren, indem wir quasi, sagen wir, nicht den Müllkran über Busstationen fahren lassen, sondern quasi in einer Art Taxibetrieb quasi mit dem Shuttle direkt zuführen. Damit automatisieren wir diesen Prozess und zusätzlich dynamisieren wir. Wir hatten vorhin auch über kleinere Losgrößen gesprochen, das heißt, schneller muss das Material an der Montagestelle quasi verändert werden, die Zuführmaterialien, und daraus ist diese Dynamisierung wichtig. Ergänzend dazu zahlt es ein in den demografischen Wandel, dass Mitarbeiter, sagen wir, in dieser Art und Weise andere Funktionen zugeführt wird, und damit ist das der dritte Aspekt, wo das Active Shuttle quasi in den Kundennutzen einzahlt. Ja, nun zum Schluss kommen vielleicht nochmal, wir haben sehr viel über Technologie gesprochen, es gibt ja auch im Markt wie Angst vor neuen Technologien. Wie nimmt man den Kunden die Angst vor neuen Technologien, was hat er davon? Das ist ein sehr spannendes und wichtiges Thema, weil genau die Scheu, eben neue Technologien einzusetzen, ist doch erstaunlicherweise sehr groß. Es wird immer ja fast geschrien nach neuen Lösungen, nach neuen Technologien. Aber wenn sie dann zum Einsatz kommen oder wenn sie dann da sind, dann ist der Markteintritt dann doch sehr beschwerlich an der Stelle. Und da wäre es wirklich wünschenswert, wenn die Kunden da auch mal ein bisschen mehr Mut, sag ich mal, auch zum Risiko eingehen würden. Schon auch mit Absicherung des finanziellen Risikos und so weiter, das soll dann nicht das Thema sein, aber dass man einfach sagt, wir packen gewisse Dinge an, wir sind auch mal ein Vorreiter. Ich habe zum Beispiel mit unserem William Wave immer wieder gehört, ja, melden Sie sich, wenn Sie das dann mal realisiert haben. Also so nach dem Motto, wir wollen aber nicht die Ersten sein. Ja. Und obwohl das System Volume Wave bei uns ausschließlich aus vorhandenen standardisierten Komponenten besteht, also da ist das ganze System ist einfach nur neu gedacht, aber alles, was dort verbaut worden ist, sind Komponenten, die es schon seit zig Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten gibt. Und ja, und so ist einerseits, kann ich da nur appellieren an die Kunden zu sagen, geht auch mal ein Wagnis ein. Das Gleiche gilt nicht nur für Kunden und Betreiber, da schließe ich auch dann die Berater und Planer mal mit ein, die auch häufig scheuen, da mal ein Risiko, Wege einzugehen und zu sagen, wir machen mal was Neues, wird dann auch gerne mal in der Form blockiert, indem man doch wieder auf Ursprüngliches zurückgeht und dann doch wieder das klassische RBG-Lager zum Beispiel dann projektiert. Und ja, wie gesagt, da wünscht man sich in einem Land wie Deutschland, dass es da doch etwas flexibler vonstatten gehen könnte, dass neue Systeme sich schneller etablieren. Ja, das war eine spannende Runde, die ließe sich beliebig fortsetzen. Machen wir vielleicht auch zur gegebenen Zeit, wir sind am Ende, meine Damen und Herren, vom Thementag Shuttle-Systeme TL-Talk heute am 28. Juni 2023. Meine Herren, schön, dass Sie da waren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ja, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke.